Heute möchte ich euch auf eine kleine Reise mitnehmen. Ich zeige euch ein paar Aufnahmen, die ich sonst in letzter Zeit selten gezeigt habe, was ich so machen möchte in nächster Zeit, was ich für Pläne habe, eine Idee, die ich hatte, die ich umsetzen möchte. Und im zweiten Teil des Videos zeige ich euch eine recht interessante Geschichte, und zwar, wie ich es endlich geschafft habe, dieses vermaledeite Bahnhofsdach stabil zu kriegen. Und zwar wirklich so stabil, ich bin ein paar Mal schon wieder dran gestoßen, weil das wirklich so, so ungünstig liegt und das Ding bewegt sich keine Millimeter oder nicht mal ein Bruchteil eines Millimeters. Na doch, das vielleicht. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich es hinbekommen, richtig stabil zu kriegen. Aber jetzt würde ich sagen, wir gehen erstmal auf dieses Hauptmodul, auf die linke Seite, und da habe ich euch ein bisschen was zu erzählen zu. Viel Spaß. Wir befinden uns jetzt hier gerade auf der linken Seite des Hauptmoduls. Das ist die Seite, wo ich die damals ungeplante Strecke gebaut habe, die hier drüben im Grunde genommen in meinem Schaltkasten verschwindet. Ich weiß gar nicht. Ich drehe das mal ein Stückchen rum. Und dann sehen wir hier drüben, das ist praktisch der Anlagenrand. Und hier oben, das will ich jetzt nicht machen, da muss ich sonst den ganzen Zoom wieder verändern. Da ist die ganze Elektronik, die ich von außen steuern kann. Da kann ich die Spannungen einstellen, die Ströme einstellen, Lichter heller und dunkler machen. Da können wir gerne nochmal separat eingehen, aber es geht halt um diesen Teil. Und direkt hier dahinter, manch einer wird sich erinnern, habe ich ja diesen abnehmbaren Teil dran. Und hier verschwindet die Bahn praktisch hinter dem, ja, Elektronikteil. Und hier, das kann man alles abnehmen, das hat euch alles schon mal gezeigt. Das möchte ich jetzt ja auch gar nicht groß zeigen, das kommt alles noch in den nächsten Videos mit rein. Und ich musste aber überlegen, denn hier hinten, hier ein Stückchen weiter hinten, befindet sich der Schrottplatz. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch drauf kriege. Nein, dann muss ich doch mal ein bisschen rauszoomen, hilft ja alles nichts. So, ne? Hier hinten ist der Schrottplatz und hier auf der linken Seite haben wir ja dann, wie gesagt, den Teil, sieht man immer noch nicht, hier oben sind die ganzen Einstellteile dran. Hier links im Schrank befindet sich ja die Wendel, das kann ich jetzt auch nicht zeigen, ist eh gerade unscharf, weil ich festen Fokus habe, aber ist ja auch egal. Lass mal gleich mal so, wie es ist. Und zwar geht es, wie gesagt, um den Teil, den ich mir als nächstes vornehmen möchte, in Verbindung mit dem Schrottplatz hier hinten, der ist ja außerhalb des Moduls. Das Modul ist im Grunde genommen dieser Teil, das zieht sich nach rechts bis zu dem Bahnhof, den ich neulich gebaut habe. Und hier auf der linken Seite, wie gesagt, kann man dieses abnehmen. Also sozusagen die Grenze, weil oben drauf entsteht ja nochmal ein Bahnhof. Ganz da hinten haben wir das Portal. Von dort aus kann man dann nach links in die Wendel reinfahren. Und hier oben kommen nachher die mehreren Etagen der Modellbahn drauf, wo ich dann eben entsprechend da die Fabrik habe, den Zeppelin-Landeplatz und so weiter und so fort. Aber wir gehen um dieses Teil, um dieses Gebiet hier unten. Ich versuche noch mal ein Stückchen ran zu zoomen. So. Und zwar wird das Ganze so sein, dass an dieser Stelle hier, ich muss ja mir was überlegen, im Grunde genommen ist ja das Modul von Gleisen umringt und das geht ja nicht. Ich kann ja nicht einfach nur ringsherum Gleise, in der Mitte ein bisschen Gebiet, wo kein Fahrzeug rausfahren kann. Also habe ich mir was überlegt, und zwar hier vorne habe ich ja wie so ein, ja, das ist freischwebend hier, ne? Hier kann ich die Hand durchstecken. Und da hatte ich ausprobiert und da passt ja wunderbar, ich weiß nicht, ob man das ein bisschen sieht hier auf dem Video, wenn ich hier die Straße reinführe, ist hier so viel Platz, wenn ich das durchschiebe, dass der LKW da ganz normal durchfahren könnte, wie in normalen Unterführungen in der Stadt, die dann eben da, ja, das, die Fahrzeuge drunter durchlassen kann. Das ist ein bisschen blöd, da haben gerade Worte gefehlt. Und das bietet sich natürlich an, hier praktisch eine Straße reinzuziehen und die dann hier rüben, da lang, hier einen Bahnübergang zu setzen. Sieht man jetzt gar nicht mehr. Moment, drehen wir noch ein bisschen rum. Da einen Bahnübergang zu setzen, an diese Stelle hier, da rauszufahren. Und dann kann ich alles, was an Teilen sich auf mein Hauptmodul hier befindet, bis inklusive zum Bahnsteig auf der rechten Seite oder zum Bahnhof auf der rechten Seite, kann ich dann im Grunde genommen mit Fahrzeugen versorgen und dann entsprechend auch dann hier fahren lassen. Ich will versuchen, ich muss aber mal ein bisschen so sagen, ich habe ja dieses Faller-Fahrsystem da, dass ich hier auf der Stelle, auf der Platte hier drüben, muss ich mal schauen, Fahrsystem oder das Faller-Fahrsystem mit einbringen kann. Das war so ein bisschen das Ziel von mir. Geplant war es eigentlich für die andere Anlagenhälfte auf der anderen Zimmerseite, die da noch gar nicht gebaut ist, wo ich erst dran bei bin. Aber ich möchte eben, wie gesagt, das hier auch schon versuchen, dass ich hier einen LKW fahren lassen kann, dass ein bisschen Leben noch in die ganze Geschichte reinkommt. Jetzt möchte ich mal noch versuchen, euch eine kleine Übersicht zu geben,
des unteren, dieses sogenannten Hauptmoduls bei mir hier. Das ist also, wie gesagt, wirklich der untere Teil, weil da oben geht die Modellbahn ja noch weiter. Aber ich möchte es mal versuchen, euch das ein kleines bisschen darzustellen. Hier auf der linken Seite haben wir uns ja gerade befunden. Hier sehen wir jetzt ein bisschen mehr von der Technik auf der linken Seite. Und wenn ich jetzt hier so langsam nach rechts schwenke, dann sehen wir ja da hinten den Schrottplatz. Das ist natürlich von der Perspektive alles jetzt nicht so optimal hier irgendwo. Und dann habe ich den ganzen Platz dazwischen, den ich noch bebauen will oder bebauen muss. Nee, will kann man ja eher sagen. Und die ganze Strecke bis dann nach Rüben hin. Hier vorne kommt das erste, fehlen mir die Worte hier, diese Signalbrücke. Mein Gott, das war jetzt wieder mal schwer. Und da hinten dann, hier sehen wir schon den Bahnhof, der auftaucht. Und da geht es dann weiter zu den beiden Häuschen. Ich versuche mal, ob ich hier ein bisschen... doch ein bisschen gerade stellen, reinzoomen, dass man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Ist ja doch ein bisschen weiter weg. Und das sind praktisch die nächsten Sachen, die ich vorhabe. Den Bahnhof, den kennt ihr ja mittlerweile aus den letzten Folgen. Und dann da hinten geht es immer weiter. Und dann haben wir die eine Stütze hier von meinem Schrank. Und da hinten geht es dann wieder weiter. Und jetzt sehen wir hier das ganze Hauptmodul mal am Stück. So, nochmal nach links. Schrottplatz wieder hinten. Und hier vorne dann da hinten das Portalchen rein. Und hier vorne das Portal von der ungeplanten Strecke. Die ist übrigens recht witzig, wer es nicht weiß. Die verschwindet hier drüben im Schrank. Geht komplett hinten durch die Modellbahn durch. Und taucht dann im Grunde genommen da hinten. Weiß gar nicht, ob wir es in irgendeiner Form sehen. Wenn ich mal ein bisschen reinzoome jetzt hier. Da hinten zwischen den Bäumen, wo die Felsen zu sehen sind, kurz vor der roten Brücke, sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Warte mal. Oben ist die rote Brücke. Da hinten taucht die Strecke oben wieder auf und führt dann in die Hauptstrecke rein, die nach hinten wegführt. Eine sehr interessante Geschichte. Das hatte ich mir eigentlich wirklich mal so einfallen lassen, ganz zum Schluss. Und dieses Hauptmodul, was wir hier vorne sehen, das ist im Grunde genommen komplett austauschbar. Das kann ich ja rausnehmen und kann bei Bedarf später mal, wenn ich ja fertig bin, komplett ein neues Hauptmodul bauen und dann eben eine komplett neue Modellbahn irgendwo zusammen. Und das kann ich eben mit fast der ganzen Modellbahn machen. Das heißt, ich kann überall die Module abbauen und kann dann, wenn ich Lust habe, eine völlig andere Modellbahn draus machen. Aber das ist eine Geschichte, die ich euch später alles nochmal genau durch zeigen möchte, wenn ich ein bisschen was fertig habe oder mehr fertig habe. Es ist ja im Grunde nur das Hauptmodul und hier oben links, das, ja gut, okay, ich zeig's euch. Hier oben links, da oben drauf, über den Schaltkasten, da entsteht später auch noch ein Bahnhof. Aber das ist alles Müll, was da rumliegt. Das heißt, Müll ist nicht, aber das ist prädestiniert für eine Ablage. Ich zeige nochmal hier vorne die Stelle, wo ich gerade gesagt habe, da kommt ja die Unterführung drunter durch. Und dann sollte das doch irgendwo schick werden. Ja, und das ist der Plan der nächsten Zeit. Und ich würde sagen, ich gebe wieder zurück zum Uli am Schreibtisch. Gut, dann an dieser Stelle weiter. Ihr seht schon im Hintergrund, messe ich was. Und zwar 0,79 mm. Das ist die Stärke dieses Federstahldrahts, den ich euch gezeigt habe. Und nun habe ich in den Säulen dieses Bahnhofsgebäudes, ich habe das alles ein bisschen umgestaltet, die Säulen, die laufen oben jetzt zu breit aus. Das ist die erste Innovation. Die Füße sind größer geworden. Das ist smarter gemacht. Das ist natürlich alles im kleinsten Bereich, ist klar. Und habe in die Löcher, in die Säulen, habe ich jetzt dieses Loch reingemacht. Und zwar von 0,8 mm. Ja, weil der Draht ist 0,79 mm. Unten habe ich jetzt noch eine kleine Vergrößerung reingemacht, denn ich habe hier so ein Plasterröhrchen. Das hat einfach nur den Bewandtnis. Man sieht es an die Stelle, wo ich jetzt auch den Draht einschiebe. Den kann man also jetzt tatsächlich, wir sehen es hier auf diesem, wie ich das reinschiebe, durch die komplette Säule, die ja selber nur 1,1 mm oder 2 mm groß ist, schiebe ich jetzt diesen 0,79 mm starken Draht durch. Das heißt, die Wände sind natürlich relativ eng, klein, ist klar. Aber dadurch, dass das genau drinnen ausfüllt, sind jetzt die Säulen komplett von oben nach unten gefüllt mit diesem Federdraht. Das ist eine wunderbare Sache. Unten eingelassen in das Bahnsteig, oben die Löcher hingemacht für das Dach. Ja, nur positioniere ich das Ganze. Ich habe natürlich auch entsprechend mehr gemacht. Ich hatte vorher 6 Säulen, ich erinnere, nur so in der Mitte drin. Das ist natürlich schlecht. Ja, das Dach konnte so leicht wackeln und wie auch immer. Und wenn man dann so mit dem Arm rangerammt ist, weil man irgendwas gemacht hat, so, man ist ja auch nicht mehr der Jüngste, dann war das alles weg. Hier lege ich das Dach nur auf. Natürlich habe ich euch jetzt verheimlicht, wie ich die Drähte da reingefädelt habe oder nicht gezeigt. Weil ich sage ganz ehrlich,
das war eine Fummelei. Ich musste die alle auf Länge bringen und so weiter und so fort und habe das dann eingebracht. Und so ist dieses Dach jetzt endlich so stabil geworden, dass ich sagen kann, jawohl, das passt. Habe natürlich alles farblich angepasst, habe auch mehr Beleuchtung reingebaut bei der Gelegenheit. Das sind jetzt 4 Lampen statt 3 Lampen. Und so ist alles schön hell geworden und so passt das auch alles. Das sind jetzt Sachen, die habe ich euch nicht nochmal gezeigt. Das hat man ja in der letzten Woche. Ich wollte eigentlich nur mal zeigen, wie es jetzt ausschaut. Genauso will ich euch doch jetzt das jetzt zeigen nochmal, was ich jetzt hier gemacht habe oder nicht gemacht habe, sondern einfach mal ganz kurz einen Überblick, so ein bisschen über das untere Modul gegangen, wie es jetzt aussieht, was da überall hinkommt. Hinten rechts das Portal, das ist ja aus dem 3D-Drucker gedruckt. Und naja, mal so ganz, ganz grob, oben kommt natürlich noch eine Ebene nachher drüber, ist klar, die Anlage, die ist ja aus 3 Ebenen bestehend. Und hier sehen wir jetzt das Modul, das ist links von dem Bahnhof, den ich gebaut habe. Dieses Vorfeld da irgendwo, da hinten, wie gesagt, die Sache, wo dann die Unterführung runterkommt. Da wird natürlich die Brücke schön gebaut werden. Und hier vorne, wie gesagt, das Vorfeld. Hier kommt die Signalbrücke. Da ist so ein Schutzbügel drüber, weil ich den auch schon ein paar Mal abgerissen hatte. Hier vorne das stabile Dach mittlerweile. Und hier gehen wir mal ganz kurz am Bahnhof nach rechts weiter, dass wir mal sehen, wie es da ausschaut. Natürlich, da hinten alles grob, ist ja logisch. Wird ja erst gemacht in der nächsten Zeit. Und hier rechts diese Ecke mit den beiden Häuschen, die ich mit dem Lasercutter gebaut habe. Die rote Brücke weiter oben und dann geht es natürlich an dieser Stelle weiter nach rechts in das zweite, in die zweite Arkade hier hinten rein. Vielleicht erinnert ihr euch, hier rechts ist so eine Stütze vom Schrank dazwischen, das stört jetzt ein bisschen. Und ganz da hinten, das ist nochmal so 2 Meter weiter, ist dann das Sägewerk und das Holzlager. Und ich sage, macht schön gut für diese Woche. Wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder mal, wie ich es schaffe. Im Sommer bin ich jetzt ein bisschen ausgebucht, aber ich versuche euch natürlich alles immer schön Woche für Woche zu zeigen. Spätestens im September wird es dann sowieso wieder ganz, ganz regelmäßig weitergehen. Aber wir gucken mal, ob ich nächste Woche wieder da bin. Macht's schön gut, bis dahin. Tschüss, euer Uli.